Welcome back to another German Food Review, and it's cheese time. And look at this, it's a green cheese. And what is green? That's right, wasabi is green, and so it's a wasabi cheese. Cheese with wasabi flavor, mild hot wasabi flavor. Japanese recipe, spicy or zesty, right? Zesty, okay. What is it? Wasabi. It's a Dutch cheese, okay, a Dutch cheese with wasabi. Interesting. Yeah, it looks cool, right? A green cheese. Whatever. It should taste good. I guess it will taste good. What is in here? 2.5% wasabi seasoning. And there's horseradish in it and wasabi powder. Wasabi japonica or something like that. No idea how to pronounce that. Salt, obviously, and color. And wasabi aroma, huh? And preservative, whatever the number might be, right? So calories, first of all, 150 gram, and it's from Rewe. That's a supermarket. Here it is, Rewe Markt. 380, so let's round it up to 400. 600 calories for the whole package. 32% of fat and 23% of protein and salt, you know, no carbs. Okay. Oh, there's mustard in it. Or traces. Oh, here's some mustard powder. Okay, yeah, prices. Let me show to you. Here's the Rewe bill. €2.69. Okay, but I got a little more stuff, right? Bread and so on. I mean, I could eat the cheese like that, but no, I want a little bread. So let's check it out. It's from Lindner. That's my favorite bread. Ooh. And a piece of butter. Here's the bread, yep. That looks nice, doesn't it? Italian, what was it? Rustic? Rustic Italian bread, right? Sniff test. Smells really good. Price, €1 for that. Butter, 26 gram, and 130 gram of bread. €1. And they paid with plastic. Nice. And I got a coffee, right? A medium coffee from Balzac. Okay, €2.55 for that coffee. So, I have to prepare that stuff. Should I open it first? Let's open it first, right? So we can see this. A sniff test. And it's not cold, by the way. I hate cold cheese. A sniff test. Oh, smells really strong, like wasabi. Really like the wasabi paste. Oh, nice. Okay, back in a sec. All right, here it is, and it still looks somehow unnatural. I mean, a green cheese. No idea, but it smells really strong, like wasabi. Let's start. Here's the bread. Three slices, so I have to divide it by three, roughly, right? So, super tasty bread. My favorite bread at the moment. So, there it is. And two for six slices, so two... I don't know yet. One and a half, right? One and a half and one and a half of a slice for testing, okay? Yeah, that's fair, I think. Is it? Like this. Okay, here's the cheese. Green cheese. Yeah. Looks the same everywhere. Here we go. Yeah. Tastes really like wasabi. Tastes more like wasabi than cheese. Let's try it again. Okay, they call it mild. Yeah. It's definitely a little hot. Yeah, let's try it with the bread, right? Look at the edge here. It's white. Why is it white? No idea. Right here. Okay, now it's not that hot anymore. It still tastes like wasabi. More wasabi than cheese. Here you go. Still weird somehow. Yeah, you could put regular cheese on the bread
and spread a little bit of wasabi paste, and that's the same. But yeah, this looks cool, right? Here we go. Without the shots, oops. Yeah, it's not very strong, but still tasty. But I would add a few shots. Yeah. Still not really sure. Here we go. It is definitely thumbs up because it's quite tasty, but yeah, there's not a lot of cheese flavor. There's more wasabi in a different form. Yeah, no idea. Here we go. And salted butter, by the way. There are two versions, salted butter and regular butter. So let's put this on here. One and a half. Right, like this. Come on. Ta-da! Done. Here we go. Yeah, sounds very interesting, and it tastes like wasabi. So if you like wasabi, that's a cheese for you, but doesn't really taste like cheese. It tastes more like wasabi. That's it. No, it's not really hot, but it's quite hot. It is not for sensitive people. Especially if you eat it like that without the bread. It goes straight to the nose, really like wasabi. Here we go. But it's not extreme. Post. Yeah. Okay. The coffee is not strong enough for the cheese, so you have to drink a stronger coffee or whatever. And orange juice and that's maybe not the best combination. No idea. Maybe water. Here we go. Water. No cola. And I can't taste the bread. The wasabi is too strong for the bread. Also not the best combination. This bread is extremely tasty, but it's not for the wasabi cheese. You need a dark bread or something like that. A really strong bread. Yeah, or white bread, right? Here we go. No, a really strong dark bread. So rating for the cheese, you also thumbs up, but it's more an experiment. It's not for every day or so. I don't know. It tastes more like wasabi. I mean, a little bit of wasabi paste is, I guess, cheaper with a low-priced cheese, and then you have the same basically. But it's not bad, right? It's just a very strong wasabi flavor with a little bit of cheese. And the rest is very nice too. Extremely tasty, but not with wasabi cheese. Great butter. Good coffee. Thanks for watching. I continue in German. So, es gibt grünen Käse. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Grünen Käse. Das ist Wasabi-Käse.
Milchscharfer, okay. Milchscharf klingt erstmal nicht so hart. Wasabi-Geschmack nach japanischem Rezept. Pikant. Frisch vom Leib. Und das ist holländischer Käse. Mit Wasabi-Geschmack. Und grün ist er auch. Ja, 2,5% Wasabi-Gewürzmischung. Wasabi-Japonica oder wie man das auch immer aussprechen mag. Und Farbstoff. Ja, laktosefrei. Und der hat 380 Kalorien, sagen wir mal 400. So, das ganze Paket hat 150 Gramm, 600 Kalorien. Und viel Eiweiß, viel Fett, Käse. Salz natürlich auch. Ist aber nicht wirklich salzig. Interessant. Okay. Und ja, das ist das Haltbarkeitsdatum. Und den habe ich im Rewe gekauft. Hier seht ihr Rewe. Es gibt fast nur noch Rewe und Edeka. So, nicht mehr so viel Auswahl. Köln. Okay. Ja, kostet. Hier ist der Preis. Habe ich extra hier. 2,69 Euro für 150 Gramm. Wie gesagt, Rewe. Dazu gibt es noch einen Kaffee. Hier ist der Kaffee. Ist nur ein Medium-Becher. Der kostet 2,55 Euro. Ich würde den großen nehmen. Der größte ist nur 30 Cent mehr. Aber es fühlt sich irgendwie viel bigger an. Aber ich wollte mal den Medium hier testen. Außerdem habe ich ja gerade einen großen getrunken. So zwei große würden auch gehen. Merke ich gerade. 2,55 Euro. Und dann habe ich natürlich noch Brot und Butter gekauft. Genau 1 Euro. Ganz glatt hat der Kollege das gemacht. 130 Gramm Brot, 96 Gramm Butter, 1 Euro mit Karte bezahlt von Lindner. Und wenn ihr ein Brot kennt, was besser als das schmeckt, was man in Berlin kaufen kann, dann sagt mal Bescheid. Das hier schmeckt richtig geil. Aber dazu kommen wir gleich. So, hier habe ich schon fertig gemacht, aber ich werde mal die hier noch präparieren. Der schönen leckeren gesalzenen Butter. Es gibt zwei Versionen, gesalzen und ungesalzen. Machen wir drauf. Ja, und die Löcher sind eigentlich dafür da, damit man die mit Butter füllt. Aber so viel Butter ist gerade nicht da. Okay, dann werden wir den hier noch nachfüllen. So. Und wir packen 1,5 Scheiben rauf. Dann haben wir noch eine halbe zum Sohnmaschen. Oder ich. Okay, es sieht irgendwie unnatürlich aus. Ich weiß nicht genau. Wundert mich immer noch. Obwohl es einfach nur grün ist. Aber es hat auch diese typische Wasabi-Grüne. Sagt man so, grüne, was auch immer. Packen wir hier rauf und hier ist der Käse. Der ist natürlich nicht kalt, ich hasse kalten Käse, würde ich niemals kalt essen. Hier ist der Kollege, am Rand sieht er anders aus. Ja. Sieht einfach aus wie so ein günstiger Supermarktkäse, der einfach nur grün ist. Also nicht irgendwie anders oder so, hier die kleinen Löcher. Wie heißt dieser Tillister oder Tilster? Ne, wie heißt denn dieser Käse? Ach, weiß ich jetzt nicht. Der sieht, glaube ich, auch so aus. Vielleicht ist es das auch. Keine Ahnung, welcher Wechsel ich das auch gerade. Hier, wie geht's? Und ja, der ist jetzt nicht brachial scharf, so als wenn man Wasabi-Paste essen würde. Aber da steht Milch drauf. Das ist schon hart an der Milchgrenze, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall scharf, ist jetzt ja typisch Wasabi-scharf. Das geht gleich in die Nase so hoch. Aber es geht auch gleich wieder weg, das ist das Gute an Wasabi. Das ist nicht so lange scharf. Den heben wir mal noch auf. Ja, und können wir hier noch weiter naschen. Hier seht ihr das. Aha. Oh. Da ist gar keine Butter drauf. Gefuscht. Here we go. Mhm. Mit Brot ist er dann nicht mehr ganz so scharf. Immer noch, geht immer noch ein bisschen in die Nase, aber ohne ist er viel schärfer. Ja, man muss Butter drauf machen oder Margarine, ansonsten fehlt irgendwas, das Cremige. Ja, habe ich gerade gemerkt hier. Ich brauche ein Stück mit Butter. Hier. Here we go. Viel besser. Oh, das sieht gut aus. Seht ihr auch das Muster hier? Right here. Und diesmal habe ich gesagt, 3 normale Scheiben. Brot, ja, kann man so gut durchgehen lassen. Jetzt werde ich das Ding nochmal so naschen. So, wie schmeckt es? Es schmeckt einfach nur nach Wasabi. Ich würde mal sagen, 95% einfach nur Wasabi-Geschmack, so als ob ihr ein ganz bisschen von dieser Wasabi-Paste essen würdet. Und dann sind vielleicht noch 5% Käse da. Ich schmecke auch nichts vom Brot, so wirklich, leider. Denn das ist mein Lieblingsbrot. Einfach nur nach Wasabi. Aber man sollte auf jeden Fall nicht dieses Brot nehmen oder ein leichtes, sondern man sollte irgendwie was Kräftiges nehmen.
ein dunkles Brot oder so. Ansonsten merkt man vom Brot nichts. Here we go. Prost. Oh, jetzt geht's. Muss ich kurz warten. Ja, ist richtig so in die Nase gegangen, wie typischer Wasabi. Also die haben das wirklich kräftig gewürzt. Da steht Milch, also das Milch stimmt nicht so wirklich, wenn man es mit anderen Produkten vergleicht. Stört jetzt nicht, aber ich hätte es irgendwie milder erwartet. Okay, vielleicht bin ich auch zu weich. Prost. Ah, wollte schon zu dünn sagen. Ah, here we go. Kann man mal testen, aber ich weiß nicht, ob das so ein alltäglicher Käse werden würde. Ich glaube nicht. Ja, geschmeckt so, wie es hier steht, einfach nur Wasabi. Man könnte es wahrscheinlich auch günstiger machen. Man kauft sich den günstigsten Käse, den man bekommen kann, Schnittkäse. Dazu eine Paste oder eine Tube oder was auch immer, wo das drin ist, Wasabi. Und dann macht man dann ein ganz bisschen drauf, dann hat man dasselbe. Aber sieht nicht so cool aus. Ja. Okay, here we go. Aber schmeckt natürlich nicht schlecht, kann man schon essen. Man sollte allerdings Wasabi mögen, ansonsten sollte man davon die Finger lassen, denn das schmeckt wirklich extrem nach Wasabi. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, Prost. Ja, und ohne Shot schmeckt der Kaffee immer noch sehr gut, aber mir nicht mehr stark genug. Ich würde einen Shot reinmachen, oder zwei. Einen bei der Größe vielleicht. Ja, müsste man sich. Man kann auch zwei nehmen. Geht auch. Here we go. Ja, man schmeckt einfach nur Wasabi, wie ich schon mehrmals gesagt habe. Die Butter merkt man allerdings, das Brot schmeckt jetzt immer richtig geil, schmeckt auch immer geil. Aber der Wasabi killt das Brotaroma. So, was ist denn hier los? Sollte ein richtig starkes Brot nehmen. Kann man trotzdem essen. Ist allerdings doch sehr speziell. Prost. Ist eventuell was für abends und man sollte wahrscheinlich keinen Orangensaft dazu trinken. Vielleicht eine komische Kombination, obwohl vielleicht ist es auch eine gute Kombination, weiß ich nicht. Und der Kaffee müsste stärker sein. Aber ja, geht schon. Wasabi-Käse bekommt einen Daumen nach oben. Das Brot wie immer, das ist super lecker. Mein Lieblingsbrot, wie gesagt, die Butter ist sehr geil. Das ist die leckerste Butter, die ich kenne bis jetzt. Und der Kaffee ist auch sehr gut. Allerdings würde ich ein paar Shots reinmachen. Zwei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.